Jetzt wollen wir eine Webseite bauen, auf der man Daten darstellt. Und dazu brauchen wir zuerst zwei Accounts. Der eine Account ist auf GitHub, da geht man also auf die GitHub-Seite. Wahrscheinlich sieht die anders aus als hier, weil ich bin schon eingeloggt und wenn ich auf die Homepage-Seite gehe, dann sieht man nur meinen ganzen Kram. Dort legt man sich einen Account an. GitHub ist dafür da, um mit an Programmen, an Code gemeinsam zu arbeiten, kollaborativ zu arbeiten, um Code zu hinterlegen, um in der Cloud darauf zuzugreifen und so weiter. Und genau dafür brauchen wir es auch, beziehungsweise das andere Programm, das wir benutzen, Streamlit, weil das greift auf GitHub zu. Aber im Hintergrund, das bekommen wir gar nicht mit. GitHub selbst werden gar nicht viel sehen. Den zweiten Account brauchen wir bei Streamlit. Das hier ist Streamlit. Da geht man hin, geht auf Sign Up. Wenn ich das jetzt mache, dann komme ich schon direkt auf meinen Account. Da hat man eigentlich nur eine Seite hier. Und dort, wenn man das gemacht hat, und wichtig ist, wenn man das macht, da kommt auch so eine Abfrage, Sign in with GitHub, und das macht man am besten, dann ist man nämlich direkt mit GitHub verbunden und dann kann alles im Hintergrund ganz fein und von alleine arbeiten. Wenn man hier ist, geht man auf New App und dann geht man nach hier unten auf Create New App with GitHub Codespaces. Und dieser App muss man einen Namen geben, zum Beispiel meine erste App. Create. Und das Ganze dauert jetzt eine Weile. Denn wenn wir jetzt diese Webseite machen, machen wir zwar alles mit Python, genauso wie wir es kennen, aber nicht mit Jupyter Notebooks, sondern mit einem anderen Programm. Das heißt VS Code, ist auch von Microsoft. Und dieses VS Code ist normalerweise so eine eigene Software. Mittlerweile gibt es aber auch dieses VS Code online im Browser und so benutzen wir das jetzt. Wer das kennt, wird sich gleich hier in diesem VS Code zurechtfinden. Und das Geschickte ist jetzt, dass wir nicht nur das VS Code haben, sondern auch gleich eine Voransicht von der Webseite, die wir bauen. Also wir können auf der linken Seite das Programm schreiben, auf der rechten Seite sehen wir dann, wie die Webseite aussehen wird. Und also wie gesagt, wir benutzen jetzt nicht Jupyter Notebooks, aber es ist natürlich möglich, irgendein Programm in Jupyter Notebooks entweder zu schreiben oder ein bestehendes Programm zu nehmen und einfach hier rein zu kopieren. Das ist die ganze Idee dahinter. Der Unterschied ist, es gibt nicht diese Zellen. Also man kann es nicht Teile des Codes ausführen und sich den angucken. Kann man auch in gewisser Weise, werden wir gleich sehen, aber eben nicht so wie in diesen Jupyter Notebooks. So, jetzt baut sich das Fenster hier so langsam auf. Und wir sehen schon, wir haben hier verschiedene Elemente. Links, das ist so eine Art Finder oder Explorer, wo man die Dateien und Ordner sieht. Hier unten haben wir das Terminal, das ist für uns nicht so relevant, das schiebe ich mal ein bisschen weiter runter. Das mache ich auch mal ein bisschen kleiner hier. Man kann auch diesen linken Teil, hier gibt es so ein paar Buttons, da werden wir uns vielleicht später drum kümmern. Damit kann man das Ganze ein bisschen ein- und ausfahren, damit man vielleicht ein bisschen mehr Platz hat bei dem Ganzen. Das Ganze baut sich eigentlich immer noch auf, denn es fehlt noch die Voransicht, die hoffentlich auch noch kommt. So, bei mir ist es jetzt nach Ewigkeiten endlich hier drüben aufgegangen. Ich vermute, es liegt daran, dass meine Internetverbindung hier gerade sehr schwach ist. Jetzt haben wir also diesen Code hier und hier haben wir diesen Browser. Und jetzt haben wir hier oben, also das ein Fenster, und hier oben haben wir auch noch Tabs. Also hier ist jetzt gerade nur einer offen, hier sind jetzt gerade zwei offen. Wenn ich jetzt hier drüben bin und das ist aktiv, sieht man immer, weil hier oben dann ein roter Streifen ist. Und ich mache noch so eine weitere Datei auf, dann geht die hier drin auf. Und dann sehe ich natürlich die anderen Tabs in dem Moment nicht mehr. Das heißt, ich schließe den wieder. Wenn ich hier drüben bin, jetzt ist das rot, hier drüben nichts mehr, dann sehe ich das. Und jetzt mache ich sowas auf, dann geht das hier drüben auf. Das heißt, ich sehe diesen Browser hier nicht mehr. Das kann dann manchmal verwirren. Und wenn man es offen hat und denkt, wo ist das, kann man einfach dazu machen. Er macht ja auch nichts in dem Sinne weg, wenn man diese ganzen Sachen hier drüben ja wieder aufmachen kann. Jetzt gibt es hier diesen kleinen Pfeil und wenn ich hier drauf gehe, dann habe ich hier so eine Navigationsleiste mit Hello, das ist die Startseite und dann noch vier so Unterseiten, auf die ich drauf gehen kann. Die machen alles Mögliche, das ist halt so eine Demonstrationsseite. Und diese vier Unterseiten sind hier in diesen Pages drin. Also 0 ist das Animation, 2 ist das Mapping und so weiter. Hier unten Plotting. Wenn ich jetzt mal das Plotting von 1 hier mache,
dann ist das, ich habe es gerade Plotting versehentlich aufgemacht, deshalb habe ich es wieder zugemacht, dann ist Plotting jetzt hier an der zweiten Stelle, weil hier ist mit 0 die Animation Demo genannt. Also ich kann hier mit diesem Kreuz und diesem kleinen Ding, kann ich diese Navigationsdings auf und zu machen. Wir wollen diese ganzen Seiten gerade da nicht, deshalb diesen ganzen Pages Ordner, also den nennt man Pages Ordner und dann sind hier die Pfeilnamen drin. Die Pfeilnamen, die tauchen hier automatisch auf. Das brauchen wir alles nicht, deshalb machen wir den mal zu. Löschen ihn einfach mal, nicht zumachen. So. Jetzt haben wir noch dieses Hello Pie, das ist diese Startseite. Jetzt habe ich es gerade aufgemacht. So, das ist diese Startseite hier. Die machen wir jetzt einfach mal gerade leer. Ich mache mal alles markieren und lösche alles und dann wird es hier auch gleich leer. Es kommt jetzt manchmal, dass hier steht Always Rerun, wenn ich was ändere. Habe ich jetzt gemacht, dann mache ich das ja und dann wird es automatisch geupdatet. Und diese Webseite, die ist auch schon live, also man könnte hier auf das Ding hier draufklicken, dann geht es ja als eigene Webseite auf. Jetzt wollen wir mal was programmieren und damit anfangen. Und jetzt sind wir hier in Streamlit, das hat sein eigenes Package, seine eigenen Befehle. Und zwar muss ich mir hier zuerst Import Streamlit. Hier rechts kommen da manchmal so Fehlermeldungen, weil es ja automatisch geupdatet wird. Und wenn ich hier erst mitten im Wort bin, dann erkenne ich es als irgendeinen Fehler und darf man sich nicht gleich nervös machen. Streamlit as ST, so heißt diese Abkürzung für Streamlit immer. Sehen wir natürlich erstmal nichts. Und jetzt schreiben wir ein erstes Programm und das soll heißen ST Write. ST für Streamlit. Streamlit hat den eigenen Befehlssatz, da heißt es eben write, Klammer und dann Hello World. Und dann haben wir hier unser erstes Streamlit-Programm geschrieben. Gerne hier draufklicken, dann ist die Webseite da. Und das wäre jetzt unser erstes Streamlit-Programm.